Jetzt ganz schnell Talana was geben, bevor wieder irgendein Kampf dazwischen kommt. Talana, boah, die sieht echt ramponiert aus. So, 10 Lebenspunkte. 10 Lebenspunkte. Und 9 Lebenspunkte. Sehr schön. Hier ist sonst nichts. Ah, da ist noch eine Geheimtür. Schon wieder eine Geheimtüre. Mault Gwendolyn los. Wo sind wir hier bloß reingeraten? Ja, das frage ich mich langsam auch. So. Da geht's noch lang und da geht's lang. Ich will nur noch ans Tageslicht und in irgendeinen Zartempel. Oder Preine. Ist mir egal. Irgendeine nette Göttin. So, noch eine Geheimtür. Oh. Sehr viele Abzweigungen. Das ist ein Kohlebecken, der den Raum in ein warmes Licht versetzt und zudem noch ein klein wenig wärmt. Nichts Besonderes an sich. Hm. Aber eine extra Textbox. Und noch ein Kampf. Oh oh. Ihr seid hier in einem Tempel, also erweist gefälligst eure Referenz. Hm. Die sehen aber nicht so aus, als wenn sie wirkliche Geweihte wären. Wir könnten dem Verräter Respekt einprügeln, wir könnten euch vor der Statue verbeugen oder einfach abwarten. Hm. Das könnte wirklich ein Test sein. Und sich vor einer Statue zu verbeugen, ist ja auch nicht schlimm. Wir verbeugen uns ja nicht vor den drei Knilchen hier, sondern vor Fex. Das machen wir einfach mal ganz kurz. Nun gut. Ich nehme an, ihr wollt immer noch wissen, wo Sternenschreif ist. Ich kann euch beruhigen. Die Axt ist sicher da, wo sie hingehört, in den Händen Fex. Und dort war sie auch die ganze Zeit über. Wo genau, geht euch nichts an. Jedoch liegt diese Stelle mitten im Orkland und damit für einen jeden unerreichbar. In gewisser Weise tut es uns leid, dass ihr derartige Strapazen auf euch genommen habt. Vor allen Dingen, als ihr natürlich nicht einmal die Belohnung bekommt, von der unser junger Bruder so voreilig gesprochen hat. Die ganze Angelegenheit war nämlich nichts weiter als eine Art Prüfung. Nein, nicht für euch, sondern für unseren Akoluten. Ihr solltet in keiner Weise geprüft werden. Oder haltet ihr das Schicksal für so fantasielos, dass es euch zweimal durch so etwas wie die Suche nach einer Waffe testet? Nun zu dir, junger Freund. Die Prüfung in historischer Nachforschung hast du gründlich verhauen. Aber weil das ja nur ein Nebenfach war, und sowohl die praktische Gebäudesicherung als auch die Motivation Dritter eine Auszeichnung verdient hat, drücken wir nochmal ein Auge zu. Du hast also bestanden, aber das nächste Mal informiere dich gründlicher. Und ihr, tapfere Recken, könnt euch unserer Dankbarkeit sicher sein. Ich muss euch allerdings bitten, unseren Tempel jetzt zu verlassen. Denn die Initiationsriten sind nur für Eingeweihte bestimmt. Ich hätte jetzt gerne wieder die Option, die Leute zu verprügeln. Das ist ja eine abgefuckte Scheiße gewesen. Also ja, der Typ hier in der Mitte ist wohl der Kerl, der nachts in unser Zimmerlein getapst ist. Und dass er jetzt Punkte für die Motivation Dritter bekommt, ist einfach nur lächerlich. Er hat sich total daneben angestellt. Und jede Heldengruppe wäre dem nachgegangen. Aber, wir können uns die Manipulation nicht länger gefallen lassen und zur Waffe greifen. Also ja, eigentlich würde ich sie gerne verprügeln. Aber sie scheinen wirklich nur das gemacht zu haben, was Fex wollte. Und Priester verprügeln ist eigentlich nie eine gute Idee. Also, außer die mit den grünen Köpfen eben. Also gehen wir einfach.
Mann, Mann, Mann. Dafür ist jemand gestorben. Dafür, dass so ein milchbärtiger Knilch jetzt initiiert wird. Durchatmen, Gerugon. Durchatmen. Wir gehen jetzt hier raus. 51 Dukaten aus, das war ein Ärmer. Mit einer Toten. Und machen dann weiter mit unserer Sache. Und es war auf jeden Fall auch nicht Sternenschweif, das haben sie ja auch schon zugegeben. Aber na gut, wir haben ein Fexenschild bekommen und einen Fexenshelm und wahrscheinlich jede Menge Erfahrungspunkte. Was für ein Akt. So, raus hier. Gerugon erreicht die nächste Stufe. Okay. Also anscheinend wirklich sehr viele Erfahrungspunkte und wir wollen alle Eingaben von Hand vornehmen. Wir würden gerne steigern. Körperkraft. Wir würden gerne senken. Totenangst. Und zwei Lebenspunkte. Gerugon, echt. Langsam wird's Zeit, dass du gute Würfe bekommst. Schwerter steigern. Schwerter steigern. Komm schon, Schwerter steigern. Misslungen. Das ist nicht gut. Zwei Hände. Misslungen. Zwei Hände. Misslungen. Zwei Hände. Gelungen. Also. Muss es nur doll genug betonen. So, was hätten wir noch gerne? Wir hätten noch gerne Körperbeherrschung. Wir hätten noch gerne Selbstbeherrschung. Intuition und Gefahreninstinkt kann auch nicht schaden. Und dann braucht er eigentlich nur noch Kriegskunst. Genau. Hat er schon 11 Punkte drin. Also er ist langsam wirklich gut gebildet, was das angeht. Nö, will er nicht. Was haben wir noch so? Schwimmen können wir nochmal steigern. Klettern kann auch nicht schaden. Und ein wenig Akrobatik auch nicht. So, 3 Punkte noch. Dann nehmen wir nochmal Zechen. Und Zechen. Und Verstecken. Ja, wir haben jetzt immer noch die Steigerungsversuche als Magier, warum auch immer er noch als Magier geführt wird. Aufsparen, damit da nichts verbuggt wird. Direkt nächste Stufe. Das wird so ähnlich aussehen wie bei Gerugon. Alles von Hand. Körperkraft. Würden gerne senken. Die Höhenangst. Misslungen. Lebensenergie steigt um 7 Punkte. So sieht das aus. Vor allem bekommen wir jetzt hier im zweiten Teil auch mehr Lebenspunkte als im ersten Teil pro Stufenanstieg. Was ein wenig unfair ist. Das heißt, die ganzen ersten Stufenanstiege waren quasi vorprogrammiert schlecht zu sein. Aber na gut, wir steigern Kampf. Und zwar Äxte. Kampf. Äxte. Komm schon, mach jetzt nicht in Gerugon. Nö. Schade. Dann nehmen wir nochmal Hiebwaffen. Achso, ja, richtige Betonung. Hieb, Waffen. Nö, klappt auch nicht. Nee. Waffenlos. Das klappt sofort. Ha. Na gut. Also Sinneschärfe. Hat er schon recht viel. Aber anscheinend können jetzt ja auch Helden, die nicht vorne sind, Proben ablegen für irgendetwas im Dungeon. Deswegen kann das nicht schaden. Dann steigern wir bei ihm auch nochmal. Schwimmen. Schwimmen. Komm schon, Dirk. Ich weiß, du magst es nicht, aber du musst... Also. Körperbeherrschung hat er schon 8, Selbstbeherrschung auch. Zechen hat er 12, aber es kann ja... Obwohl, 12 war, glaube ich, das Maximum. Ja. Das sollten wir nicht mehr steigern. Akrobatik. Und genau. Fahrzeuge wollte ich auch noch bei ihm steigern. Ein Punkt noch. Schlösser knacken. Falls Gwen mal ausfällt. So, Mürrem. Alleingaben von Hand. Wir hätten gerne... ich glaube, ich steigere wieder Körperkraft. Da wir momentan ja doch wieder ein Gewichtsproblem haben. Und ich senke bei ihr Höhenangst. Misslungen. Wir haben 4 Punkte zur Verteilung. Dann machen wir doch mal 2-2. Und wir würden gerne steigern Stichwaffen. Wir würden gerne steigern Speere. Und Schusswaffen.
schon. Dritter Versuch. Nö. Dann brauchen wir ganz viel in der Natur. Steigern wir erstmal die Sachen, die nicht so hoch sind. Pflanzenkunde braucht sie nicht. Orientierung kann sie gebrauchen. Ja, verklickt. Orientierung. Okay, ist jetzt auch auf 10. Und Fesseln. Fesseln, gelungen. So, Intuition muss auch gesteigert werden. Können wir noch einmal steigern, richtig. Gefahreninstinkt, Misslungen. Gelungen, sehr schön. 5 Punkte haben wir noch. Wir wollten mit ihr auch noch die Heilsachen steigern. Also Wunden heilen. Und vor allem auch Krankheiten heilen. Aber das scheint sie nicht wirklich zu wollen. Nö, 3 Misslungen. Krankheit heilen, gelungen. 1 Punkt haben wir noch. Schwimmen hat sie nur 4, das sollten wir steigern. So, Zauber. Wir hätten gerne auf jeden Fall Acceleratus. Einmal reicht mir völlig. Komm schon. Gelungen, sehr schön. Dann hätten wir noch gerne... Flimflam, nö. Adlerwolf und Hammerhai wollte ich steigern, genau. Sehr schön. Visibility Vanita kann auch nicht schaden. Dann gleich nochmal kurz gucken, wie hoch Blitzdicht Find und Formnictus ist. Aber die müssten eigentlich schon recht hoch sein. Formnictus ist 9. Erhöhen wir nochmal scharfes Auge. Hier bringt gar nichts was. Hier Somnigravis benutze ich eigentlich auch nie. Aber Herr der Tiere können wir mal nehmen. Nur einmal steigern. Das ist ärgerlich. Spurlos, trittlos. Spurlos, trittlos. Und ich glaube, über Eis nehme ich auch nochmal, weil es so nah dran ist an der minus 5. Und wir es dann vielleicht irgendwann mal doch sprechen können, auch wenn es recht unwahrscheinlich ist, dass der Zauber gelingt. So. Heilung. Balsam ist recht hoch. Clarum purum. Kann nicht schaden. So, ist jetzt auch auf 0. Und Tiere heilen wollte ich auch noch steigern. So, Talana. Das ist jetzt sehr wichtig. Alles von Hand. Wir würden gerne steigern Klugheit. Wir würden gerne senken. Neugier hat sie viel zu viel. Aber das macht sie ja auch aus. Senken wir mal die Goldgier ein wenig. Gelungen. Und wir haben 4 Punkte zur Verteilung. Wir nehmen 2 auf Lebensenergie. Und wir sollen... Welche umwandeln in Astralenergie? Ja. Und andere Stellungsversuche sollen nicht verändert werden. So, du steigerst bitte... Speere. 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 Also... Dann steigerst du Wissen. Götter und Kulte. Wissen. Götter und Kulte. Und anscheinend hat Yellen jetzt die Erfahrungspunkte gar nicht bekommen. Oder sie bekommt sie erst gut geschrieben, wenn sie wieder auftaucht. Wenn sie wieder auftaucht. Was haben wir hier noch? Nee. Wie schaut es mit Schwimmen und so weiter aus? Klettern 5, Schwimmen 5. Akrobatik steigere ich auch noch mit 1-2 Punkten, damit sie wenigstens ein wenig abrollen kann und dergleichen. So. Intuition verlässt sich auf die anderen. Handwerk braucht sie nicht. Dann können wir weiter hier machen. Einmal Magiekunde würde ich gerne noch steigern. Magiekunde. Nö, bitte nicht. Lesen. 3 Punkte noch. Habe ich nicht irgendwas vergessen, was wir noch mit ihr steigern wollten? Schleichen vielleicht noch 1 Punkt. Pflanzenkunde braucht sie nicht wirklich. Na gut, letzter Punkt in Klettern. So, Zauber. Wir wollen auf jeden Fall Verwandlung beenden. So häufig wie geht, ging nur einmal. Wir wollen ebenfalls Beherrschung brechen. Wir wollen... Oh, das war so viel, was wir wollen. Ich steigere mal die Sachen, die so nah an minus 5 sind, einfach alle mal um einen Punkt. Solange es die
Steigerungsversuche hergeben. So. Verwandlung. Nee. Paralyse können wir nochmal steigern. Verständigung. Nekropathia. Können wir zweimal steigern. Sehr schön. Kampf. Das ist auch auf minus 5 jetzt. Plumbumbarum. Illusion. Harmlos. Haben wir jetzt auch auf minus 5. Die anderen Sachen sind zu weit im Negativen. Hellsicht. Eigenschaften seit gelesen. Das können wir auch nochmal steigern. Nur einmal. Was sagt Nefaxius? Du bist noch nicht auf 10. Jetzt bist du auf 10. Sehr schön. Sonst Heilung. Clarum Purum. Auf jeden Fall. So, Bewegung. Acceleratus hast du jetzt auch auf minus 5. Also es ist recht unwahrscheinlich, dass es klappt, aber sie kann es wenigstens erstmal sprechen. Und Transversales wollen wir weiter steigern, damit wir keine Astralenergie verbrauchen durch die ganzen Fehlzauber. Geisterbannen hat uns gut geholfen, also steigern wir das mal weiter. Und was hatten wir noch? Skeletarius. Geister rufen und Furor Blut. Ungerne. Beschwört halt Monster, die für uns kämpfen, aber danach meistens dann auch gegen uns kämpfen, also bringen sie nicht so viel. Illusion beenden noch. Destructibo haben wir auch schon mal angewendet, obwohl da ein paar Leute geschrien haben, aber das gehört halt dazu. So. Und Elemente waren alle sehr, sehr im Negativen. Nö. Das heißt, wir steigern jetzt noch Ignifaxius weiter. So, Stufenanstieg durch und wir sind endlich wieder in Tiefhusen mit der coolen Musik. Das heißt, wir speichern jetzt ab und in der nächsten Folge suchen wir den nächsten Tempel, um Yallan wieder zu beleben. Spiel sichern, ja, LP026. Und wir sehen uns gleich wieder.